Coming off the pitch, number 10, Alex Teixeira. Coming onto the pitch, number 5, Facundo Roncaglia. Jetzt kommt die Ecke. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Und jetzt ein Schuss. Super Einsatz vom Torhüter. Die nächste Ecke, nochmal eine gute Gelegenheit. Jetzt der Eckball. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Die Möglichkeit zu flanken. Da ist die Flanke. Ah, das ist natürlich schwach. Ganz klar war ein harmloser Ball und der Trainer ist stinksauer. Und die Fans geben jetzt noch mal richtig Gas. Es sind nur noch ein paar Minuten zu spielen. Und nach wie vor steht hier kein Sieger fest. Eine ganz enge Kiste. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Und nun ein Schuss. Nochmal Aufregung im Strafraum, es gibt Eckball. So, Buschi, es gibt die Auswechslung. Ja, und es wird natürlich jetzt interessant zu sehen sein, wie gut der neue Mann mit dieser Rolle zurechtkommt. Und er wehrt die Ecke ab. Und das ist der Ausgleich. Wahnsinn! Und das so spät in diesem Spiel. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Roncaglia. Anderson Talisca. Mascherano. Benjamin Mukanjo. Schöner Pass. Das ist die Führung. Sie machen hier tatsächlich noch das Tor. Unglaublich. Ein ganz, ganz wichtiges Tor. Das wissen Sie natürlich. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Und das Spiel war so eng. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn es nach 90 Minuten keinen Sieger gegeben hätte. Aber genau danach sieht es natürlich jetzt aus. Das könnte der entscheidende Treffer gewesen sein. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Das Zuspiel kommt nicht an. Wichtig, dass der Verteidiger zur Stelle war. Einwurf. Und das könnte gefährlich werden. Das gibt erneut Einwurf. Roncaglia. Flanke jetzt. Nein, doch nicht. Die Flanke kam nicht so gut rein. Jetzt gibt's Einwurf. Nicht weit weg vom Tor. Mukanjo. Er kann ihn reinbringen. Da ist die Hereingabe. Der Ball ist drin. Da bauen sie die Führung aus und das ist verdient. Dieses Tor müssen wir uns noch mal anschauen. Tolle Flanke von rechts. Das muss er erstmal so hinkriegen. Ja, der Treffer gehört zur Hälfte dem Vorlagengeber, keine Frage. Und da haben wir es noch mal. Das Kopfballtor, Buschi. Ja, Wolf, da hat's gepasst. Aufmerksam vorbereitet, kühl verwandelt. Klasse. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3-1. Number 5, Facundo Roncaglia. Der Schiedsrichter pfeift ab, das war's. Vollgas-Fußball mit Erfolg. Sie gewinnen das Spiel dank ihrer überragenden Offensive. Ja, so viele torgefährliche Akteure, das zahlt sich heute wirklich aus. Ich glaube, er war heute einer der besten Spieler seiner Mannschaft. Wie siehst du das? Er macht sein Tor, holt den Sieg. Ein rundum gelungener Auftritt. Ich glaube, genau so hat er sich das vorgestellt.
Zeit. Jetzt eine gute Flanke. Und gibt's jetzt die Führung. Super gehalten. Aus dieser Entfernung. Toller Reflex. Perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Da kommt der Schuss. Er macht sich lang und kann das Gegentor verhindern. Mukanjo. Jetzt schießt er. So, endlich. Tor 1 in diesem Spiel. Lang genug hat es gedauert. Ja, die Fans waren schon ungeduldig. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie sich dieses Spiel noch entwickelt. Da pfeift der Schiedsrichter und hier muss er auch Freistoß geben. Jetzt gibt es die gelbe Karte. Vertretbar, denke ich. Vorteil bei diesem Zweikampf. Ja, so kann man das auslegen. Mukanjo, gehalten. Unglaublich, Wolf. Was für ein sensationeller Reflex. Ja, und es wird natürlich jetzt interessant zu sehen. Und er wehrt die Ecke ab. Und das ist der Ausgleich. Wahnsinn! Und das so spät in diesem Spiel. Benjamin Mukanjo. Schöner Pass. Das ist die Führung. Sie machen hier tatsächlich noch das Tor. Unglaublich. Er kann ihn reinbringen. Da ist die Hereingabe. Der Ball ist drin. Da bauen sie die Führung aus und das ist verdient.